Herzlich willkommen zur US-Vorbörse. Bevor wir den Blick nach New York richten, erst einmal nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franziska Schimke, sofern es die Regie dann noch hinbekommt. Und da hat sie es hinbekommen, Franzi Schimke im Vollbild. Der DAX leicht in der Abwärtsbewegung. Eigentlich ein relativ ruhiger Tag, wenn man mal berücksichtigt, dass ja heute die Chinesen und die Amerikaner mit ihren Handelsgesprächen beginnen. Ja, in der Tat ist es heute ein relativ ruhiger Handelstag. Wir sehen leichte Gewinnmitnahmen, denn gestern ging ja hier mächtig die Post ab am ersten Handelstag im Börsenmonat Mai. Da haben wir einen Plus von 1,5% hingelegt. Wichtige Hürden genommen, waren auch über der 12.800-Punkte-Marke ja aus dem Handel gegangen. Und somit ist das schon in Ordnung, was wir jetzt hier sehen. So ein bisschen vorsichtig von Seiten der Fed gestern, gab es nicht die ganz großen Impulse. Von daher schon auch ein Stück weit abwartende Haltung auf den großen US-Arbeitsmarktbericht dann am morgigen Freitag eben aus den USA. Und so lange sehen wir den DAX bei 12.749 Zählern, ein Minus jetzt von 0,4%. Es heißt jetzt, nachdem wir zuletzt ja durchaus auch immer mal wieder einen Rücksetzer gesehen haben, man konzentriert sich jetzt wieder auf Wirtschafts- und Unternehmensnachrichten und Meldungen. Also es herrscht wieder so ein bisschen mehr Rationalität. Ja, und diese Meldungen, da haben wir genug, 6 DAX-Konzerne hier mit den Zahlen, bei Linde und Volkswagen dann auch noch Hauptversammlung. Linde, apropos Hauptversammlung, Top-Favorit im DAX, das ist das Thema Brex-Air-Fusion, was weiter im Zeitplan läuft, was gut ankommt. Wir sehen E.ON, Beiersdorf, Merck unter den Top-Werten, aber auch Infineon, da überzeugt man mit erfreulichen Zahlen zum zweiten Quartal, gibt sich auch optimistischer fürs Gesamtjahr. Verlierer FMC, Wechselkurseffekte drücken da, man rechnet aber weiterhin mit einem Rekordjahr und man hatte gestern ein ordentliches Plus, somit heute da auch Gewinnmitnahmen. Vonovia, Prognoseerhöhung, aber die neuesten Zukaufspläne belasten Lufthansa, Telekom und Commerzbank ansonsten rot. Und damit vielen Dank nach Frankfurt für diesen Überblick. Wir springen jetzt an die Wall Street, schauen uns mal an, was da passiert. Wie gesagt, heute die Amerikaner und die Chinesen beginnen mit ihren Verhandlungen hinsichtlich der Beilegung hoffentlich in den Handelsfragen, den offenen. Und da wird sich sicherlich der eine oder andere Anleger denken, ziehe ich mal ein bisschen den Kopf ein, weil in den vergangenen Wochen und Monaten war das Thema ja durchaus ein bisschen aufgeladen und hat auch immer für Verstimmungen am Markt gesorgt. Der Dow Future leichte minus 0,4%, S&P und Nasdaq Future ebenfalls leicht im roten Bereich. Und jetzt kommt eine wirklich schöne, zunächst einmal der Chart. Blue Apron, wissen Sie vielleicht, das ist dieses unsägliche IPO des Unternehmens, das Fertiggerichte anbietet, die kann man sich dann nach Hause schicken lassen. Und das Unternehmen ist an die Börse gegangen, kurz vorher hat Emerson noch angekündigt, dass man ebenfalls in diesen Bereich einsteigt. Und das war praktisch wie ein Tritt vor den Kopf. Und jetzt können wir uns das vielleicht mal, jetzt kann die Regie das vielleicht mal, diese Charts, kleinen Moment, erstmal stehen bleiben, genau. So, jetzt hat die New York Times hat sich tatsächlich die Arbeit gemacht und hat das nach Branchen mal durchsortiert, wann Emerson jeweils sagt, dass man in einen bestimmten Bereich eintritt und was dann mit den Aktien passiert. Also hier Gesundheitsbereich und die Aktien, die hier genannten, unter anderem United Health und Anthem, die gehen erstmal nach unten. Jetzt gehen wir mal ein Stückchen weiter runter, denn jetzt kommen verschreibungspflichtige Medikamente. Auch hier hat Emerson irgendwann den Einstieg erklärt. Daraufhin ging es dann für CVS und für Walgreens ging es kräftig nach unten. Also dieser gelbe Strich markiert immer den Moment, in dem Emerson gesagt hat, möchten wir auch. Und die Reaktion dann der entsprechenden Aktien. Sie sehen also auch da, die erste Reaktion geht es nach unten. Jetzt schauen wir mal weiter nach unten. Das gibt es ja auch noch für den Einzelhandel, also für die Lebensmittelhändler, auch da wurde dann, da in dem Bereich wurde dann eben Whole Foods übernommen und da war natürlich die Idee, Mensch, wenn Amazon Whole Foods übernimmt, mit der Erfahrung, die man im Online-Geschäft hat und beim E-Commerce, jetzt wollen sie auch den stationären Einzelhandel revolutionieren, das geht garantiert dann für die anderen richtig, richtig in die Hose und auch hier Target und Kroger erst einmal nach unten und einen ganz kleinen Moment mögen wir hier verharren, denn wir sehen ja auch einen weiteren Effekt. Ja, es war zunächst einmal die Reaktion des Marktes, dass die Konkurrenten bluten werden. Aber Sie sehen es, im Laufe von einigen Monaten tritt dann immer wieder ja eine Art, ich will nicht sagen Ernüchterung, sondern vielleicht so eine Art Befreiung doch wieder auf, dass man sieht, ja, Emerson ist eingestiegen oder Emerson möchte gerne einsteigen oder wie auch immer geartet das Engagement aussehen mag.
Aber das bedeutet nicht automatisch das Ende der Konkurrenten. Die Welt dreht sich also weiter. Man muss dann halt Nischen finden. Man muss vielleicht auch nochmal die Produktionsprozesse optimieren. Wir gehen nochmal ein Stückchen weiter runter, um hier ein Stück weiter. Genau, das war jetzt hier in den Logistikbereich eingestiegen. Das erstmals im Januar 2017 gewesen, dass man jetzt im Logistikbereich tätig werden will. Sehr, sehr schöne Auswirkungen dann auf FedEx und UPS. Aber Sie sehen auch hier die erste Reaktion, schön nach unten gegangen, und ab da ging es dann tendenziell wieder nach oben. Und jetzt schauen wir mal ganz nach unten, ob wir es noch dabei haben. Ja, stopp. So, genau. Das ist eigentlich der Chart, den man sich dann wirklich vor Augen führen muss. Gott, was für ein mieses Timing für das IPO, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt kam hier das IPO von Blue Apron und Sie sehen, es ging vom Tag 1 an und dann direkt runter bis auf minus 70%. Also wer da, egal zu welchem Zeitpunkt man auch zugegriffen hat, man hat eigentlich immer direkt ins Klo gegriffen. Und jetzt aber, wie gesagt, heute sieht es gar nicht so schlecht aus. Blue Apron hat also Zahlen gemeldet. Und ja, der Umsatz ist hat enttäuscht. Auf der anderen Seite hat der Konzern weniger Geld vernichtet, verbrannt, ausgegeben, als man befürchtet hatte. Das ist Punkt 1, positiv in Anführungsstrichen. Punkt 2, der wirklich positive Aspekt ist, dass Blue Apron mehr Kunden gewinnen konnte. Das heißt also, das Unternehmen scheint tatsächlich etwas richtig zu machen. Entweder überzeugt man beim Kundenservice oder bei der Qualität der ausgelieferten Waren. Oder, ja, Mitleid ist vielleicht auch ein bisschen dabei seitens der Kunden, ich weiß es nicht genau. Aber nichtsdestotrotz, die Aktie steigt 5%. Und jetzt schauen Sie sich das hier von hier oben an, ging es nach unten. Und jetzt haben wir hier die 2,25 erreicht, 5%, da ist nichts passiert. Das könnte für diejenigen, die wirklich mal ein bisschen mutig sind und die sagen, Mensch, puh, ja, minus 70%, tot sind sie nicht. Vielleicht ist das mehr als nur ein wenig Zucken, vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr bei rum. Ist das hier vielleicht mal eine ganz interessante Geschichte, eine winzige Position einzugehen und auf die Gegenseite zu wetten. Also, wie gesagt, das soll kein Langfristinvestment werden, das soll wirklich nur die Idee einer Spekulation nach oben sein. Ich finde es ganz spannend, vor allen Dingen, wenn ich mir die anderen Charts angeschaut habe. Kommen wir zu Facebook. Datenskandal, war da was? Ja, ist erledigt. Muss man sagen, also was den Kurs betrifft, das ist hier etwa dieser Bereich gewesen. Den haben wir jetzt wieder getroffen. 175 stehen wir momentan. Und Facebook macht momentan das, was Amazon auch ganz gerne macht. Man schaut sich an, was wo funktioniert und möchte das dann gerne kopieren. Ist ja auch egal. Ne? Das ist ein sehr reicher Konzern, ein sehr kapitalkräftiger Konzern, wie man das auch immer nennen mag. Kann ja bei Facebook den Leuten egal sein, auf jeden Fall. Die Match Group, Facebook hat jetzt gesagt, man möchte eine eigene Dating-App rausbringen oder die Plattform für einen Dating-Service aufmachen, aufbauen. Und die Match Group, unter anderem der Mutterkonzern von Tinder, Sie wissen schon, links, 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 rechts, 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 ja, it's a match. Das ist das Unternehmen auf jeden Fall, das dahinter steht. Und Sie sehen ja, von 48 auf 34 gab es da erstmal auch hier einen schönen Tritt in den Bauch. Und die Aktie ist sehr unsanft gelandet. Noch einmal zurück, nochmal die Überlegung. Okay, die Welt wird sich weiterdrehen. Die Leute sind daran gewöhnt, dass sie vielleicht ihre Tinder-App benutzen. Weshalb sollten jetzt alle auf Facebook wechseln? Genau. Also weshalb sollte sich die Aktie nicht, wenn sie hier aufschlägt, etwa auch wieder erholen? Und dann muss man halt mal in 3 Monaten sehen, wie ist es denn mit Facebook gelaufen? Haben die jetzt wirklich so viele Kunden dazu gewonnen? Haben sie wirklich das Geschäftsmodell von Match Group, der Match Group disruptiert, wie man so schön sagt? Wahrscheinlich wird das nicht der Fall sein. Und dann könnte sich auch der Kurs wieder erholen. Also momentan natürlich ärgerlich für all diejenigen, die vergessen haben, da oben abzuspringen, Gewinne mitzunehmen. Vielleicht interessante Einstiegsgelegenheit. Puh, anders als bei Fitbit. Fitbit, ja, ich bin sehr zufrieden. Das soll keine Schleichwerbung sein. Das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Leider hat das Unternehmen wieder schlechte Zahlen gemeldet. Der Umsatz sogar noch unter den ohnehin gesenkten Erwartungen zurückgeblieben. Fitbit sagt, okay, die Leute wollen jetzt Smartwatches, sie wollen nicht nur hochwertige Geräte, sie wollen auch Geräte mit unglaublichen Funktionalitäten, also einem großen Funktionsumfang. Es reicht ihnen nicht mehr, einen einfachen Smart Tracker zu besitzen. Das bedeutet, dass die Verkäufe der Smart Tracker, die ja trotzdem noch gewisse Fertigungskapazitäten binden, dass die runtergehen. Gleichzeitig kommt man nicht schnell genug damit hinterher, die Sachen, die wirklich gefragt sind, eine Ioniq, eine Versa, also die neuen Generation an Fitness-Trackern, Smartwatches, wie auch immer, dass man
man hier mit der Fertigung nicht hinterherkommt, weil ja die alten Kapazitäten noch gebunden sind. Das wird ein wenig in Anspruch nehmen und das wird dafür sorgen, dass Fitbit auch im zweiten Quartal nicht die Erwartungen der Analysten wird erfüllen können. Also hier sehen wir schon wieder, hui, minus 6% könnte zu einem Test der Tiefs kommen. Persönlich finde das natürlich enttäuschend, dauert die Sache halt etwas länger. Mal schauen, ob es überhaupt noch klappt. Sie scheinen richtig Probleme zu haben, gleichwohl sie jetzt bei Fitbit gesagt haben, sie haben eine Kooperation mit Google. Da geht es um die Verbindung mit einem Netzwerk, um diese Gesundheitsdaten auch letztendlich speichern zu können, auswerten lassen zu können etc. pp. Könnte interessant werden, ist aber nichts, was uns sofort nach vorne bringt, sondern etwas, was längerfristig wachsen muss. Und da ist es momentan, sieht es momentan eher düster aus, was die kurzfristigen Möglichkeiten des Konzerns hier bieten. Also Finger weg weiter, leider vielleicht mit dem nächsten Quartal dann der Silberstreif am Horizont. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, war relativ lang heute. Erholen Sie sich gut und wir sehen uns dann morgen früh wieder. Bis dahin, tschüss.